Jana Koch, geboren 15. Juli 1992 in Salzgitter, wohnhaft in Rostock, ledig, Schülerin 9. Klasse Hauptschule. Am 12. September 2008 gegen 19.30 Uhr folgte die Angeklagte dem 13-jährigen Marvin Burger in das Mehrfamilienhaus in Rostock, in dem er zusammen mit seinem Bruder und seiner Mutter wohnte. Noch bevor er jedoch die Tür aufschließen konnte, packte ihn die Angeklagte am Arm und verlangte dessen Jacke. Da sich Marvin weigerte, schlug ihn die Angeklagte mit voller Wucht mit der flachen Hand auf das linke Ohr und versetzte ihm einen heftigen Schlag mit dem rechten Ellenbogen auf seine Nase. Dann zog sie dem wehrlosen Jungen die Jacke im Wert von 309 € aus und flüchtete. Marvin erlitt einen Riss im Trommelfell sowie eine Fraktur des Nasenbeins. Die Jacke, die Marvins Bruder Tim gehörte, tauschte die Angeklagte am nächsten Tag bei einem Unbekannten gegen eine exklusive Sonnenbrille. Die Angeklagte wird somit des Raubes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223 Absatz 1. Jana, die Anklage haben Sie gehört. Es steht Ihnen frei, ob Sie sich dazu äußern. Möchten Sie sich äußern? Ja, es kann doch nicht sein, dass ich voll den Stress habe wegen so kleinen Zwerg. Also was nicht sein kann, sind solche Ausdrücke. Das ist kein Zwerg, sondern das ist ein Junge und der hat einen Namen. Und mit dem sprechen Sie bitte auch an, ja? Ja, trotzdem war ich das nicht. Ich schlag keine Jüngeren. So ist es. Man schlägt keine Jüngeren. Also Zwischenrufe finde ich überhaupt nicht nett. Was ich noch viel blöder finde als Zwischenrufe, sind Zwischenrufe, die völlig idiotisch und nichts sagen sind. Also wenn es nur gekommen ist, alles nachzuplappern, was sie ja, hier sagt, dann können... Nee, hallo, lassen Sie mich mal ausreden wenigstens. Dann können Sie gleich nach draußen gehen. Wenn Sie weiter zuschauen wollten, dann verhalten Sie sich ruhig. Ansonsten nehmen Sie sich was anderes vor für den Nachmittag, ja? Ja. So, dann kommen wir jetzt noch mal zu dem Tag, an dem der Marvin Burger verprügelt worden ist. Was wissen Sie denn darüber? Gar nichts. Fragen Sie wen anders. Das heißt? Ja, ich habe keine Ahnung, wer Maria was getan hat. Maria? Ja, der heißt es so, Marvin Maria. Das haben Sie in der Schule mal vorgelesen. Ja, ich meine, ich kann Ihnen ja mal sagen, was der Maria passiert ist. Wollen Wenn Sie, Sie aufhören, den Jungen Maria zu nennen? Ja, der heißt so, da kann ich auch nichts für. Aber sein Rufname ist Marvin und so nennen Sie ihn bitte auch. Ja, okay. Also, was ich weiß, dass der Kleine die Jacke von seinem Bruder abgezogen hat. Dann ist er mit der Jacke durchs ganze Viertel marschiert und irgendwer hat ihn ja wohl die Jacke abgezogen. Und wer soll das gewesen sein? Ja, keine Ahnung, ich auf jeden Fall nicht. Ach, Sie waren es also nicht, ja? Das ist ja interessant. Herr Vorsitzender, dürfte ich vielleicht mal das Foto mit der Jacke haben? Bitte schön. Dankeschön. Sie haben den Jungen doch mit dieser Jacke gesehen, oder? Und Sie wussten doch ganz genau, dass diese Jacke wertvoll ist. 309 €, um genau zu sein. Und Sie sind deshalb Marvin Burger auf seinem Nachhauseweg gefolgt. Und Sie haben ihn aufgefordert, Ihnen seine Jacke zu geben. Und als er sich geweigert hat, haben Sie ihn so lange niedergeprügelt, bis Sie ihm die Jacke ganz einfach ausziehen konnten. Das ist echt zu geil. Ach, amüsieren Sie sich, ja? Ja, na klar, was für ein Scheiß ist, den Sie hier reden. Ja, na jetzt reißen Sie sich mal zusammen, sonst wird das für uns alle hier eine sehr anstrengende Veranstaltung. Ja, okay, also das, was ich weiß, ist, dass Marvin die Jacke von seinem Bruder genommen hat und in unser Viertel marschiert ist. Naja, und das haben auch eben die Mädels von Denise gesehen, weil Denise, die ist wirklich nicht mehr ganz dicht, weil die geht wirklich auf Kleinere los. Und dann hat sie wahrscheinlich noch zu ihm gesagt, dass er sagen soll, dass ich ihm die Jacke abgezogen habe. Naja, damit ich weg vom Fenster bin und sie mein Viertel kriegt. Also Denise Clausen und der Bruder des Opfers Tim Burger, die waren mal ein Paar, Herr Vorsitzender. Und ich nehme an, dass Denise die Jacke ihres Ex-Freundes an seinem kleinen Bruder erkannt hat und dann die Gelegenheit genutzt hat, ihrem Ex-Freund eine Retourkutsche zu erteilen und sich die Jacke gezogen hat, wie man so schön sagt. Ja echt, so muss das gewesen sein. Weil ich meine, Tim hat doch Denise von vorne bis hinten eh nur verarscht, als sie zusammen waren. Da war doch mit jeder im Bett. Das ist doch Blödsinn. Weil Tim sie betrogen hat, soll sie Marvin zusammengeschlagen haben? Das war ja auch gar nicht sie. Das war der Bruder von Marvin. Naja, als der Tim gecheckt hatte, dass seine Jacke weg war, hat es dem Kleinen mal so richtig gegeben. Also Entschuldigung, Tim Burger hat doch nicht seinen kleinen Bruder zusammengeschlagen. Wissen Sie, was für Verletzungen der Junge hatte? Ja, und? Also ich sehe auch keinen Grund, warum Tim Burger, Frau Staatsanwältin, das nicht gewesen sein soll. Der hat schon etliche Körperverletzungen begangen und ist schon etliche Male mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ja, genauso wie Ihre Mandantin, Herr Kollege. Ja, und die hat ja bisher immer relativ viel Glück gehabt, oder? Angefangen von Sozialstunden über Arrest bis hin zu einer im Übrigen noch offenen Bewährungsstrafe haben Sie doch schon alles durchgemacht, oder? Bis jetzt haben Sie auch Glück gehabt. Aber eins verspreche ich Ihnen. Diesmal kommen Sie uns nicht so davon. Diesmal droht Ihnen ein Aufenthalt in der Jugendstrafanstalt. Ey, echt nicht. Ich gehe nicht in den Knast. Ich greife niemanden an, der kleine Junge. Als ich. Wen greifen Sie denn dann an? Ja, keine Ahnung. Eigentlich lieber überhaupt niemanden. Außer er provoziert mich. Und was empfinden Sie als Provokation? Ja, wenn mich wer dumm anschaut oder so, dann knallt es schon mal. Dumm anschauen reicht. Da finden Sie es normal, direkt zuzuschlagen, nur wenn Sie jemand seltsam anschaut. Ja, das wäre bei Ihnen auch so, wenn Sie bei uns im Viertel aufwachsen würden. Da ist es nicht nur schön, ja. Da geht es echt hart zu. Außerdem gibt es eh nichts anderes zu tun.
Ach so, da ist ihnen langweilig und dann finden sie, ach, Schlägereien, das ist eigentlich ein toller Zeitvertreib. Ja, keine Ahnung. Ich meine, es macht schon Spaß, wenn man sich aufmischt. Ich meine, die Leute kriegen Respekt vor allem, dann passt das schon. Das passt überhaupt nicht. Aufmischen macht Spaß. Hey, sie stehen unter einer offenen Bewährung. Ich habe das Gefühl, sie haben aus ihrer letzten Verurteilung überhaupt gar nichts gelernt. Hm? Damals haben sie zugeschlagen und diesmal auch, ja? Nee. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass Sie damals zugegeben haben, was Sie getan haben. Tun Sie uns doch einen Gefallen und machen Sie das jetzt auch. Wenn es nicht wahr? Sie haben diese Jacke geraubt und sie dann anschließend bei einem Mann, der vermutlich als Schwarzmarkthändler tätig ist, gegen eine teure Sonnenbrille eingetauscht. Nee, ganz bestimmt nicht. Mhm. Schauen Sie mal, diese Brille hier, die ist 250 Euro wert und ist bei Ihnen gefunden worden. Ziemlich teure Anschaffung für eine Schülerin, oder? Ja, ich habe mir die auch nicht gekauft. Ja, wo haben Sie sie dann her? Ich habe sie in der Mülltonne gefunden. Ach, in der Mülltonne. Ach, die Mülltonne zeigen Sie mir bitte mal, ja? Ich meine, vielleicht finde ich da noch ein Auto und eine teure Armbanduhr für mich. Ey, Sie denken, ich wäre total assi, bin ich aber nicht. Ich lasse mich von keinem Dummen anmachen. So, und dann sagen Sie mir mal auf eine halbwegs erwachsene Art und Weise, wo Sie waren, als der Marvin Burger überfallen worden ist. Ich war in der Stadt mit der Bekannten, Ann-Kathrin. Fragen Sie sie doch. Die Ann-Kathrin Landner, oder? Ja, genau. Meinen Sie, ja? Und wo waren Sie genau unterwegs mit ihr? Ja, in der Stadt halt, in ein paar Läden rumgeguckt. Haben Sie auch was gekauft? Nee. Und von wann bis wann waren Sie da unterwegs? Ja, von Nachmittag bis Abend, bis Sie die Läden zugemacht haben. Gut. Also, mit Ihrer Bekannten Ann-Kathrin wollen wir sicher dann auch noch sprechen. Wir machen aber dann zunächst die Vernehmung des Marvin, wenn keine Fragen mehr sind. Keine Fragen mehr. Dann nehmen Sie bei einem Verteidiger Platz. Marvin Burger, bitteschön. Wir treten die Beweisaufnahme ein. Der Marvin ist unter 16, deswegen alle Fragen an mich zu stellen oder über mich zu stellen. Kann sich meine Mutter da vorne irgendwo mit reinsetzen? Hier hinten ist ja alles voll. Marvin, Marvin, hast dich unter deine Mami nicht hergebracht? Entschuldigung, hab ich mich vorher nicht klar genug... Hallo? Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Ja, ist schon gut. Was habe ich gesagt? Wenn nicht Ruhe ist, dann fliegt er. Ja. Sagen wir, Sie sind doch beide Freundinnen von Jana, oder? Ja. Machen Sie ruhig so weiter. Ihr tun Sie zwar keinen Gefallen, aber mir. Also, Sie sind die Mutter von Marvin. Ja, Sie können sich dann gerne auf die Zeugenbank hier setzen. Marvin, setz du dich mal bitte in die Mitte. Ich muss dich erst mal belehren. Als Zeuge vor Gericht musst du die Wahrheit sagen. Ja? Mhm. Bist zwar noch nicht im strafmündigen Alter, aber trotzdem belehre ich dich 55 StPO. Du musst auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn du dich selbst einer Straftat belasten würdest. Oder aber einen Angehörigen, wie zum Beispiel dein Bruder. Okay. Ja? Du heißt Marvin Maria Burger, 13 Jahre, du wohnst in Rostock. Du bist natürlich nicht verheiratet, bist Hauptschüler. Verwandt oder verschwägert mit Angeklagten bist du nicht. Du weißt, warum wir alle heute hier sind. Die Angeklagte soll dich am 12. September überfallen haben. Ja, hat sie auch. Ja, laber doch nicht. Das war voll böse, Mann. Ich war verletzt. Also, wir reden jetzt miteinander. Sie kann es ja irgendwann links liegen lassen. Und sie halten sich auch raus. Ja? Wie war denn das an dem Tag, als du überfallen worden bist? Ich habe die Jacke von meinem Bruder angehabt. Hat er gewusst, dass du die anhattest? Nee, aber er hatte nichts dagegen. Sicher? Ja, er war ja an dem Tag mit der Berufsschule weg und die Jacke hat er zu Hause gelassen. Also kann er ja wohl nichts dagegen gehabt haben. Aber du hattest jetzt nicht wirklich seine Erlaubnis, oder? Ja, er hätte ja auch nichts gemerkt, wenn die Tussi da mich nicht volle Kanne abgezogen Marvin, hätte. Ich hab's ihr vorhin schon eindringlich gesagt. Ihr habt alle Namen, wir sprechen uns mit den Namen an, aber nicht mit beleidigenden Ausdrücken. Ja, klar. Hat sie dich denn mit der Jacke an dem Tag auch gesehen? Ja, klar, die ist ja auch bei mir auf der Schule. Aber da hat sie noch nichts gemacht. Erst als ich dann so gegen 7:30 nach Hause bin, da ist sie mir hinterher. Voll krass. Ja, na klar, ich laufe den kleinen Marvin hinterher. Ich stehe nämlich vor. Jana, reicht's langsam. Marvin, setz dich wieder hin. Und jetzt reicht's wirklich. Hören Sie auf, den Marvin zu provozieren hier. Ja? Mal deutlich zu machen. Ja? Hat sie dich angesprochen an dem Abend? Ja, sie hat gesagt, dass ich stehen bleiben soll, aber ich bin nur nicht dumm. Ich habe geschaut, dass ich so schnell wie möglich in die Wohnung reinkomme, aber dann stand sie schon hinter mir und hat mich so am Arm gepackt und dann hat sie mich so rumgerissen und hat die Jacke verlangt. Und hast du ihr gegeben? Nee, ich habe gesagt, dass sie abhauen soll. Und was hat sie dann gemacht? Ja, sie hat mich so rumgerissen und dann mir mit der flachen Hand aufs Ohr gehauen. Mhm. Und das hat voll wehgetan und das hat sich dann auch alles ganz hohl angehört. Das war aber nicht alles, oder? Das mit dem Ohr. Ja, sie hat mir auch noch mit dem Ellenbogen voll auf die Nase geschlagen. Und es hat doch dann gleich angefangen zu bluten. Ja. Ja, komm, sag schon, dass sie Nies und ihre Mädels sich abgezogen haben. Und dass dein Bruder nicht verdroschen hat, kannst du auch noch gleich erzählen. Bist du bescheuert, oder was? Die Nies, die tut mir doch nichts. Wieso denn nicht? Ja, weil die mal mit meinem Bruder zusammen war. Die ist nett zu mir. Ja, dann weißt du aber nicht, was sie über dich und deinen Bruder im Viertel so rum erzählt. Was denn? Ja, wie bescheuert und asozial ihr seid. Da kannst du jeden fragen.
Das stimmt überhaupt nicht. Jetzt haben wir das vorhin schon gehört, dass also dein Bruder die Denise wohl häufiger irgendwie mit anderen Mädels betrogen haben soll. Weißt du was davon? Nee, aber ist doch auch egal. Ich hab doch gesagt, dass Diana das war. Die hat mich geschlagen. Nee, sicher nicht. Ach komm, du hast doch nur Schiss vor deinem Bruder, also wirklich. Ich habe überhaupt keinen Schiss vor meinem Bruder. Natürlich, du hast total Schiss vor deinem Bruder. Du hast nämlich Angst, dass dein anderes Ohr noch kaputt schlägt. So ein Scheiß. Hat dein Bruder dich jemals geschlagen? Ich weiß nicht. Also, manchmal sagen Blicke mehr als tausend Worte. Also, ich habe die Frage gestellt. Also, Marvin, hat er? Ja, er hat mir schon mal eine mitgegeben. Ist er auch mal härter zugegangen? Was ist da passiert? Ja, einmal, da habe ich ihm Geld weggenommen. Und er hat mich dann gegen den Spiegel geschubst und der ist zu Bruch gegangen. Und ich habe mich geschnitten, aber und dann musste ich ins Krankenhaus zum Nähen. Aber es war wirklich nur ganz klein und sonst tut er mir nichts. Er hat mir sogar geholfen, als Diana mich geschlagen hat und sich dann direkt um mich gekümmert. Und wo waren deine Mutter? Die war nicht da. Ich war arbeiten. Ich hatte Nachtschicht gehabt in der Fabrik. Ja, und sonst tut er mir auch nichts. Er hat mir dann auch gleich geholfen, das Blut aufgewischt und so. Mhm. Man sieht doch, dass er total Schiss vor seinem Bruder hat. Ja, ich hab keinen Schiss vor meinem Bruder. Gut, wir reden jetzt mal direkt mit deinem Bruder. Oder gibt's noch Fragen an den Keine Marvin? Fragen, danke. Marvin, dann bleibst du unvereidigt. Tim Burger, bitte schön. Danke. Du kannst dich zu deiner Mutter nach hinten setzen. Tim Burger? Zeuge ist nicht auf dem Flur, Herr Vorsitzender. Hoi. Gut, dann die Ann-Kathrin Landner erst, bitte. Ann-Kathrin, bitte. Ja, Ann-Kathrin, kommen Sie zurück nach vorne, nehmen Sie bitte Ihren Vornplatz. Ich muss Sie zunächst mal belehren, als Zeugin müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie strafbar machen. Sie heißen Ann-Kathrin Landner, 16 Jahre alt, Sie wohnen in Rostock. Sie sind ledig, Hauptschüler, nicht verwandt oder verschwägert mit der Jana. Nee, das ist richtig, aber wir kennen uns aus der Schule. Und Marvin und seine Familie, die kenne ich, weil wir im selben Haus wohnen. Ja. Haben Sie auch mitbekommen, was da am Abend des 12. September in Ihrem Haus passiert ist? Nee, also meine Mutter hat mir davon erzählt, was passiert ist, aber ich war zu der Zeit gar nicht zu Hause. Wo waren Sie denn, als der Marvin überfallen wurde? Da war ich mit Jana zusammen in der Stadt. Also wir hatten uns da zufällig getroffen, das war nicht geplant oder so. Ach, was wäre die Welt ohne Zufälle, oder? Von wann bis wann waren Sie denn beide gemeinsam unterwegs? So von um 4, bis die Geschäfte zugemacht haben, ich würde sagen so um 8. Und was haben Sie beide gemacht in der Zeit? Gar nichts. Gar nichts? Nicht wenigstens geatmet oder so? Ja, natürlich. Also wir sind halt so ein bisschen rumgelaufen, waren ein paar Geschäften drin und so. Aha. Haben Sie auch was gekauft? Nee, wir hatten gar kein Geld dabei. Und in welchen Läden waren Sie beide? Waren Klamottenläden und 10 nach CDs haben wir auch geguckt. Und im Drogerieladen waren wir auch drin. Sie haben ja die einzelnen Geschäfte genau benannt und wir haben sie natürlich auch überprüft. Aber leider konnten wir die Kameraaufzeichnungen der Geschäfte nicht mehr einsehen, weil die Bänder schon gelöscht waren. Aber wissen Sie, was interessant war? Keiner der Verkäufer konnte sich an Sie oder Ihre Freundin erinnern. Also ich bitte Sie, Frau Staatsanwältin, die beiden Mädchen fallen ja auch nicht unbedingt auf, bei allem Respekt. Was soll das denn heißen? Also Jana, auch wenn dir das jetzt nicht gefallen wird, aber es ist doch nun mal so, dass ihr Teenies für uns Erwachsene oftmals gar nicht so unterscheidbar seid. Vor allem, wenn ihr euch so uniform und immer nach dem gleichen Trend alle gleich kleidet. Also ist es doch durchaus erklärbar, warum die beiden jetzt nicht in Erinnerung waren für die Verkäufer in den Geschäften, oder? Ja, außerdem sind ja auch ziemlich viele Menschen pro Tag da. Ja. Ja gut, es kann schon gut sein, dass in der puren Masse der Menschen die beiden Freundinnen untergegangen sind, vorausgesetzt, ihre Mandantin hat den Mund gehalten. Also richtig befreundet sind wir eigentlich gar nicht. Es ist nur so, dass wir uns ab und zu halt treffen und dann machen wir auch mal was zusammen. Schauen Sie mal, Frau Staatsanwältin, wenn die beiden gar nicht befreundet sind, dann hat doch Ann-Kathrin gar keinen Grund, für Jana zu lügen. Ja, und wir glauben Ann-Kathrin ja auch natürlich jedes Wort. Ja. Das habe ich nicht ernst gemeint, Ann-Kathrin. Ich gehe nämlich vielmehr davon aus, dass Sie mit der Angeklagten unter einer Decke stecken. Ich weiß jetzt nicht. Oder vielleicht gehören Sie ja sogar zu Ihrer Clique. Ja, nee, jetzt echt nicht. Die passt doch überhaupt gar nicht zu uns. Nee, außerdem sind wir auch total verschieden. Na eben, Ann-Kathrin für die Schule, okay. Ich meine, sie hat auch schon eine Lehrstelle in so einem Klamottenladen. Und wie ist Ihre Lebensplanung so? Ja, ich keine Ahnung. Ich finde Schule scheiße. Vielleicht mache ich noch mal ein Quali, aber dann gehe ich zum Fernsehen. Zum Fernsehen? Ja, na klar, da braucht man keine super Ausbildung. Und als was, bitteschön, wollen Sie da arbeiten? Ja, als Moderatorin oder Visagistin. Ich kann gut schminken. Und, da braucht man keine Ausbildung dafür, oder? Hm? Haben Sie nur was missverstanden?
Lassen wir das doch mal so dahingestellt. Gibt es noch Fragen an die Ankatrin? Keine Fragen. Danke. Bleiben Sie unverheiratet. Danke, dürfen den Platz nehmen. Maselow, schauen Sie doch bitte noch mal, ob der Tim Burger jetzt da ist. Tim Burger? Nach wie vor noch nicht da, Herr Vorsitzender. Frau Burger und Marvin, ich wundere mich eh, dass Sie nicht gemeinsam hier zu Gericht gekommen sind. Haben Sie eine Ahnung, wo der Marvin ist? Frau Burger, was ist denn los? Tim und ich haben Streit gehabt wegen seiner Lehrstelle, verstehen Sie? Er ist nie pünktlich gekommen und dann haben sie ihm die Lehrstelle weggenommen. Und ich habe zu ihm gesagt, er soll zu seiner Arbeit gehen und sich die Stelle zurückholen. Sonst braucht er gar nicht zurückkommen. Das habe ich ihm so gesagt. Und wann war das? Vor 2 Tagen. Und er ist nicht wieder zurück nach Hause gekommen. Und Sie haben keine Ahnung, wo er jetzt sein könnte? Nein. Ich mache mir so Sorgen, dass er sich was antut oder dass er jemand anderem... Damals, als er noch auf die Schule ging, da sagte mein Lehrer zu mir, dass der Tim eine tickende Zeitbombe ist und dass er irgendwann durchdrehen wird. Darf ich bitte kurz was sagen? Ja, bitte, Frau Kramer. Also, wie wir vorher ja schon gehört haben, ist Tim Burger schon mehrmals straffällig geworden. Und daher kenne ich ihn und seine Familie auch. Und ich kenne mich auch in dem Viertel relativ gut aus und weiß, wo sich die Jugendlichen verstecken, wenn sie Probleme zu Hause haben. Ich könnte Ihnen anbieten, ihn dort zu suchen. Gute Idee. Naja, vielleicht taucht er ja noch auf. Können wir uns immer noch vorbehalten. Herr Seelhoff, schauen Sie doch bitte mal die Denise Clausen, bitte. Denise Clausen. Zeugin Denise Clausen ist leider auch nicht da. Tut mir auch leid. Nicht da? Nein. Das ist schon interessant, dass gerade die beiden heute hier nicht aufgetaucht sind. Also ich habe auch keine Lust mehr, von denen da auf der Nase herumtanzen zu lassen. Die sind beide geladen worden, ordnungsgemäß. Die Ladung haben sie jeweils erhalten. Frau Kramer, vielleicht würde ich dann doch auf Ihr Angebot zurückkommen. Können Sie sich gerne darum kümmern und schauen, ob Sie nicht die beiden eventuell finden. Sagen Sie den beiden, sie sollen morgen Punkt 16 Uhr hier sein. Ja, aber ich werde mich darauf natürlich nicht verlassen können, sondern weil sie natürlich zeitgleich mit der Polizei suchen müssen, das ist klar. Dann geht folgender Beschluss, die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung morgen 16 Uhr hier im Sitzungssaal. Und es wird die Vorführung der Zeugen Tim Burger und Denise Clausen zum morgigen Termin angeordnet. Ich will nicht, ich will weg hier. Kasso? Du musst dich ausschlafen, damit du morgen ins Gericht kannst. Und jedes Bett ist einfach schlechter im Heim als das, das ich dir besorgen kann. Ann-Kathrin, wieso steht da ein Kasso drauf? Die wollen 300 Euro von dir? Mama, ich bezahle das wirklich. www.hausaufgabendoneforyou.de? Was ist denn das? Ich wusste nicht, dass Sie ja Geld für verlangen. Du wusstest nicht, dass es Geld kostet? Alles kostet Geld. Deine Sachen, dein Essen, alles. Und ich kann mir das schon nicht mal leisten. Und jetzt kommst du mir noch mit sowas an. Was ist das überhaupt? Mama, reg dich bitte nicht auf. Ich besorge das Geld irgendwie wirklich. Was ist das? Haben die dir deine Hausaufgaben gemacht? Meine Mutter will doch eh nichts mehr von mir wissen. Das stimmt doch gar nicht, Tim. Sie macht sich wahnsinnige Sorgen um dich. Und du? Du sagst auch nichts dazu, ne? Okay, hab schon verstanden. Ich soll vielleicht schwinden? Dann gehe ich halt. Nein, Tim, warte mal. Kannst du nicht verstehen, wie es deiner Mutter geht? Ja, die ist doch total sauer, das sieht man doch. Natürlich ist deine Mutter sauer. Du warst immerhin 2 Tage lang verschwunden, aber sie hat sich wirklich Sorgen darum gemacht, dass dir was passiert sein könnte. Hör zu, geh da einfach rein, schlaf dich aus, damit du für morgen fit bist und dann besprich mit deiner Mutter einfach nochmal alles. Ich hab doch eh schon alles versaut. Nicht mal mein kleiner Bruder will noch was von mir wissen. Warte mal. Schau her, hier ist meine Nummer. Wenn es Probleme gibt, dann ruf mich einfach an und ich komme, okay? Ja, okay, mach ich. Und jetzt geh rein und schlaf dich aus. Mach ich. Sag mal, weißt du eigentlich, wo Denise ist? Nee, ich hab gar keine Ahnung, nee. Ja, ich werde sie schon finden. Wir setzen die gestern unterbrochene Hauptverhandlung gegen Jana Koch wegen Raubes und vorsätzlicher Körperverletzung hiermit fort. Wir mussten ja gestern unterbrechen, weil weder der Zeuge Tim Burger noch die Denise Clausen da waren. Heute sind beide da, weil ich sie beide habe mit der Polizei vorführen lassen. Und bevor wir zu den beiden kommen, Ann-Kathrin, ist ja kaum zu übersehen, dass mit Ihnen irgendwas nicht stimmt.
Nee, ist alles okay, danke. Ach komm, hören Sie auf. Wollen Sie uns nicht sagen, was los ist? Na, ist egal. Ich habe mich gestern mit meiner Mutter gestritten, aber ist nicht so wichtig. Also wenn Ihnen nicht gut ist, ich habe Sie ja gestern entlassen. Das heißt, Sie müssten auch gar nicht da sein. Sie können auch jederzeit rausgehen, ja? Gut, ja, dann hören wir uns mal den Tim Burger an. Tim Burger, bitteschön.